Ja, es klingt auch plausibel, dass der Weg von unten aus weiter ist als von Deck aus. Jedenfalls zum Steuerbaum. Wie es mit der Herzkammer aussieht, wissen wir nicht. Wir haben keine genaue Information über ihre Lage. Und er sprach von Kanälen, die mit Unwasser geflutet sind und durch das ganze Schiff ziehen. Diese kann man nur mit Booten befahren. Das heißt, darin wird es ein Kanallabyrinth geben. Das sollte uns bewusst sein. Rafi, mich hat dir was geschrieben, kannst du mal gucken. Naja, wenn wir im Schiff so lange herumfahren können, wie der Alchemist meint, dann vermute ich, dass diese Kanäle, die sie, aber mir die anderen Archen hatten, doch diese Linien, richtig, wo Ja, das Unwasser durchging. genau, die Arterien der Arche. Ich vermute, dass sich bei diesen Kanälen um Ähnliches handeln wird. Am Eingang der Pyramide selber stehen diese Bootkammern von Homerion. Also, wenn wir da rein wollen, dann müssen wir uns auf einen ganzen Haufen Homerier einstellen. Ja, die Frage ist wohl weniger wollen als müssen wir dort hinein. Nun, wir könnten auch von oben kommen und uns einen Weg durch das Deck brennen. Ja, allerdings unter dem Auge Bahamuts. Naja, die Frage ist ja, was ist unser wirkliches Ziel? Die Herzkammer, dachte ich. Nein, unser wirkliches Ziel ist, das Ritual zu verhindern. Alles andere ist ein positiver Nebeneffekt. Nun, vielleicht gelingt es uns, unter Deck in Richtung der Pyramide zu gelangen, sodass wir nicht dem Auge ausgesetzt sind. Naja, müsste möglich sein. Die Pyramide hat ihren eigenen Hafen. Ist nur die Frage, ob wir auch wirklich von oben kommen oder von der Seite. Von der Seite setzen uns natürlich auch den Fangarm aus. Naja, ich nenne sie mal Kinder der Plagenbringer, befinden sich wohl immer noch in ihrem Inneren und fahren dort herum. Auf diesen Kanälen, die auch ihre Arterien sind, ja? Naja, ob das so ist, wissen wir natürlich nicht, aber ich würde das vermuten, dass es so funktioniert. Nun, so riesig wie sie ist, ist es vermutlich nicht so weit hergeholt. Ja, also, wer wird denn das Ritual wirklich ausführen? Nun, Negan. ich vermute mal Mordor mit Palligan zusammen. Nun, die Frage ist, ob Palligan nur der Katalysator ist, den Murdal benötigt. Er ist immer noch im Besitz des Splitters, nicht wahr? Was ist der integrale Bestandteil des Rituals? Wenn wir das aus der Gleichung nehmen, stören wir das Ritual massiv. Die Frage ist: Ist es Murdal oder ist es Palligan oder ist es der Splitter? Und ich denke, der Splitter ist das zentrale Element der Beschwörung. Das denke ich auch. Naja, die Frage ist, ob er den Splitter überhaupt noch selber trägt oder ob Murdal ihn inzwischen trägt. Nein, das wüssten wir. Der Splitter ist trotz alledem mit nun der Erzdämonin verbunden. Wäre Murdal mittlerweile im Besitz des Splitters, so wüssten wir davon. Nun, aber wir wissen auch, dass Palligan nicht mehr mit der tiefen Tochter verbunden ist. Ihr wisst aber, durch Azerir Scharlachkraut, das hat sie euch vor langer, langer Zeit mal gesagt, Xeran hatte den Splitter für sich gebunden und Palligan hatte ihn deswegen nicht. Solange Xeran gelebt hat, konnte er den Splitter nicht binden. Er hat den Splitter zwar gestohlen, Xeran hat ihn mit einer Attrappe ersetzt, im Unersättlichen damals. Palligan konnte ihn aber erst binden, nachdem Xeran durch eure Hand gestorben ist. Danach konnte er ihn binden. Das ist ein lebenslanges Band. Das heißt, wenn Morodal den Splitter binden möchte, muss er vorher Palligan töten.
Das habt ihr durch Azerel-Scharlachkraut im Unersättlichen rausgefunden. Naja, dann gehen wir mal davon aus, dass Palligan wirklich nur noch die Puppe ist, für den wir ihn inzwischen halten. Oder wartet seine Chance, ihn abzulösen, den Splitter für sich zaubern. Die Frage ist, will Muradal gar nicht mehr nötig. Nein, will Muradal diesen Splitter überhaupt? Er ist mit einer anderen Dämonin verbunden. Und ich weiß nicht, ob die so glücklich wäre, wenn er sich nun die Macht der tiefen Tochter zu Nutze macht. Naja, wird alles Spekulation bleiben. Also, die Frage ist, was wollen wir tun? Wollen wir Palligan töten, die Arche vernichten, Muradal aufhalten? Wenn da die Arche so riesig ist, werden wir nicht Zeit für alles haben. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Es ist sowieso nicht klug, wenn ich und Rafim, nun ja, den Palligan gegenüberstehen. Hm. Wenn der Splitter zerstört wird, sie war immer ein Teil der namenlosen Krone. Und nun ja, ich und Rafim hatten unsere eigene Begegnung mit diesen Dingern. Naja, dann werden die anderen sich um Palligan kümmern müssen. Das ist richtig. Und ihr werdet das Ablenkungsmanöver durchführen. Wir töten Muradal, oder zumindest versuchen wir es. Ich bezweifle unsere Fähigkeiten, Muradal auch nur zu verletzen. Wer weiß. Nein, die Frage ist, ob es sinnvoller ist, Muradal zu jagen oder die Herzkammer anzugreifen. Das wäre ein probates Ablenkungsmanöver und auch meine Idee gewesen. Ihr kümmert euch um die Herzkammer, denn Palligan ist auch mit diesem Schiff verbunden, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass die Plagenbringer zu töten Palligan tötet, aber... Nein, aber nicht, es schwächt ihn. Aber ich glaube nicht, dass wir an den Splitter kommen, ohne Palligan zu töten. Naja, wir werden als allererstes die Steuerfrauen töten müssen, damit er die komplette Kontrolle über die Arche verliert. Weil sich dort unten zu bewegen, solange die noch hat, wäre Selbstmord, würde ich behaupten. Sobald wir die Steuerfrauen getötet haben, teilen wir uns auf. Ihr sucht Palligan, wir suchen die Herzkammer. Wer auch immer sein Ziel zuerst findet, tötet entweder Palligan oder die Herzkammer. Und wer von beiden Trupps das größere Pech hat, wird sich vermutlich mit Muradal auseinandersetzen, wenn er merkt, was vor sich geht. Ich vermute, dass er nicht allzu mobil sein wird. Wir sollten noch daran denken, wenn wir Palligan töten, wirklich töten könnten und es tun, dann könnte Muradal die Splitter an sich binden. Und wenn er das tut, dann haben wir keine Chance mehr, ihn aufzuhalten. Wer auch immer von euch oder uns den Splitter findet, muss danach verschwinden. Ja. Wäre es... Nun, also ich weiß nicht, ob das zu realisieren ist, aber wenn wir eher als eine Entführung denken... Aber vermutlich ist Palligan zu mächtig, solange er am Leben ist und den Splitter hat. Und den Mantel. Wir können ihn nicht entführen. Ich vermute, ihn zu töten wird Dutzende Männer und Frauen brauchen. Er wird Wachen haben, er wird selber mehr als mächtig sein. Und selbst wenn wir die Steuerfrauen töten, wird er bestimmt immer noch eine gewisse Kontrolle, zumindest über die kleinen Archen dort unten haben. Ich setze meine Hoffnung auf das Effathorn, aber wir wissen nicht, was für Auswirkungen es hat, dass Bahamut sich mit der Arche verbunden hat. Könnte die Wirkung schwächen. Ja, wir werden es auf jeden Fall noch einmal testen müssen in einem unserer Oberangriffe. Ja, richtig. Nun, außerdem
hat der Paktierer ja die Lederschwingen und seine Königin angesprochen. Ich habe eine grundsätzliche Idee. Ihr erinnert euch an die Nebelkerze, mit der ich einen Troll beschwören konnte. Ja. Nun, das lässt sich natürlich auch mit allen anderen Tieren machen. Ich könnte zum Beispiel eine Nebelnachbildung eines Greifen erschaffen. Die Lederschwingen würden sich auf diesen fokussieren und konzentrieren und wir hätten zumindest ein kurzes Ablenkungsmanöver. Das könnte uns genau die Zeit verschaffen, die wir brauchen. Ich vermute, wir werden die Zeit, die wir brauchen, teuer kaufen müssen. Und das steht außer Frage. Und ich befürchte, euer Greif wird nicht ausreichen. Nun, es ist den Versuch wert. Es kostet ja nicht viel Zeit, Boltax die Kerze anzuzünden, oder? Nein. Auf jeden Fall ein guter Vorschlag, da bin ich ganz bei euch. Also dann, wir dringen ein, wir töten die Steuerfrauen. Ihr tötet Baligan, wir töten die Herzkammer. Wer auch immer den Splitter hat, verschwindet damit. Und der Rest. Verschwindet. Ich denke, es wird keinen Rest geben. Die Überlebenden müssen freundlich verschwinden, die mitspielen dem Splitter. Ungeachtet. Wer zurückbleibt. Wir werden uns noch einmal genauer Gedanken machen müssen, wie wir an und von Bord kommen. Denn ich nehme nicht an, dass Boyos seine Greifen schicken wird, um uns an Bord zu bringen. Nicht mit einem Splitter in der Hand, nein. Und auch nicht davor, denke ich. Naja, ich vermute, Serpentilio wird eine Idee haben, wie ihr hier dann wieder da runterkommt. Wollt ihr auf einen Dämon vertrauen, mit dem er Splitter in der Hand? Wirklich? Naja, Abelmir, ihr könnt euch beruhigen. Ich denke, wir beide werden nicht mehr am Leben sein, wenn es soweit ist. Ich finde, Abelmir hat an dieser Stelle allerdings recht. Da könnte ich ja genauso gut die Truhe des Verräters herbeirufen, den Splitter einfach da hineinlegen und sie wieder in den Limbus schicken. Damit wäre auch nichts gewonnen. Wir müssen da auf jeden Fall auf Dämonen können wir nicht vertrauen an dieser Stelle. Das ist viel zu gefährlich. Ich würde empfehlen, grundsätzlich niemals auf Dämonen zu vertrauen. Wir haben es häufig genug getan. Wir haben auf Serpentilios Kontrolle vertraut. Ein Elementarherr könnte uns helfen. Ja, ich weiß. Daran arbeite ich. Ich weiß, dass Djinne oft irrational agieren, wenn sie es mit dämonischem Wirken zu tun bekommen. Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Elementar uns eine Hilfe ist oder sich auf das erste Dämonische stürzt, was er zu Gesicht bekommt? Nun, ich dachte auch nicht an einen Elementar, ein Djinn, sondern ein echt Elementar Herrn, und zwar des Eises. Er vertraut nur auf die pure Logik und den Verstand. Und das wüsste ich in dieser Situation zu schätzen. Den Eiselementarherrn werde ich vermutlich nicht kommen, aber einen Feuerelementarherrn kann ich vielleicht anbieten. Naja, dieser wird weder bei einer Flucht hilfreich sein, er wird vermutlich alles zerstören. Naja, aber wie wir da runterkommen, können wir ja auch noch später besprechen. Serpentilio und Boltax, ihr beide solltet euch da zusammensetzen und irgendwas rausklamüsern. Wie auch immer ihr dann da runterkommt. Wir finden einen Weg. Ja, Abelmir, ich bin mir sehr sicher, wenn wir erfolgreich sind, dass wir keinen Weg finden werden aus der Herzkammer wieder heraus, bevor das ganze Wesen in sich zusammenbricht. Diese metallbeschlagenen Boote, von denen die Rede war, könnten eine Möglichkeit sein, wenn Abelmir sich mit Eis durch die Außenhaut brennt.
Ja, es sind aber dämonische Boote. Das sollt ihr nicht vergessen. Ja, vor allen Dingen vermute ich nicht, dass wir in der Lage sein werden, das Herz zu zerstören und uns danach einfach so zurückzuziehen. Nun, wie ich das sehe, haben wir einen 3-Stufen-Plan. Stufe 1, und den müssen wir gemeinsam angehen, die 3 Steuerfrauen auf dem Steuerbaum, nicht wahr? Ja, richtig. Dann teilen wir uns auf, nachdem dieser Angriff geglückt ist, in 2 Gruppen. Ihr geht zum Herzen, wir zur Pyramide, wo wir Palygan vermuten, und dort werden wir dann die letzte Konfrontation suchen. Nun, es gibt eine alte Sage, die Filiasson-Sage. Dort gab es ein Zauberschiff. Sie ist, glaube ich, Taubalier, glaube ich. Und wenn wir so etwas hätten, das würde uns helfen. Es ist ein elfisches, ein Hochelfenschiff. Ich weiß eigentlich nicht, wie wir daran kommen sollten. Ihr könntet euch einmal mit Mendarion unterhalten. Vielleicht weiß er noch mehr über diese Geschichte. Ja, diese Schiffe konnten fast beliebig verkleinert werden. Das ist praktisch. Und man, wenn man es benötigt, kann man es ja vergrößern. Und das wäre eine Möglichkeit, zumindest zu entkommen. Und ja, diese Schiffe waren angeblich sehr, sehr schnell. Und benötigt keine Ruderkraft, sondern nur pure Magie. Wo wir gerade von Magie sprechen, ich habe noch eine Frage. Wie viele magische Tränke die am Tag zu euch nehmen? Nun, man kann beliebig viele, aber nach dem ersten wird es sehr riskant. Das ist richtig. Ja, was bedeutet das? Nun, man muss mit Nachwirkungen, Rückwirkungen und Rückschlägen rechnen. Es kann von Kopfschmerzen bis schweren astralen Leiden kommen. Also es gibt unzählige Ausprägungen und die sind, glaube ich, noch nicht in Gänze erforscht. Ich habe mal von einem Magier gehört, der 3 Tage... Naja, er war ziemlich grün im Gesicht. Ja, treten diese Effekte sofort auf oder sind sie ein langfristiges Problem? Nun, sie treten unmittelbar nach der Einnahme eines zweiten, eines dritten oder eines vierten Tranks ein. Je nachdem, wie viel ihr trinkt, desto größer die Wahrscheinlichkeiten, dass ihr, nun ja, euch schlimme, wirklich schlimme Dinge passieren. Und es staffelt sich, wie Abel mir schon gesagt hat. Es ist eine Akkumulation. Ich will wissen, ob es Dinge sind, die ein Magier danach vom Kampf ausnehmen oder nur Dinge sind, die ihn vielleicht schwer martern für den Rest von seinem erbärmlichen Leben. Es tritt unmittelbar ein und es kann ihn aus dem Kampf nehmen, wenn er Glück hat. Wenn er ganz viel Pech hat, explodiert er hin und wieder auch. Wie gesagt, diese Auswirkungen sind nicht zur Gänze erforscht, weil niemand nimmt dieses Risiko auf sich, verständlicherweise. Naja, wenn ich einige Magier finde, die sich an der Verteidigung von Port Korath beteiligen werden, dann werden wir es rausfinden. Nun, wenn ihr dazu überreden könnt? Naja, das will ich hoffen. Dann wünsche ich euch viel Glück bei dieser Überzeugungsarbeit. Naja, Abelmir, wir haben auch 100 Schiffe überzeugt, in den sicheren Tod zu fahren. Ja, schon. Nun, vielleicht könnte man mit einem Unitatio die gleiche Wirkung erzielen. Ach, ihr kennt euch mit magischen Toren nicht aus. Ein Unitatio ist eine magische Vereinigung mehrerer Zauber zu einem Ritualkreis, um einen größeren Zauber zu wirken mit größerer Auswirkung. Naja, aber mir, es wird vermutlich so enden, dass je nachdem, wie viele Männer und Frauen ich überzeugen kann, die dort alle ihr Ende finden werden.
Wenn ich aus jedem Magier nur einen einzigen zusätzlichen Feuerball herausbekomme. Nun, dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Die sind allerdings, nun ja, verboten. Blut die Kraft. Ja. Alles, aber was sie schnell stärker macht, ist das, was ich brauchen werde. Es wird sie am Ende töten. Oder das ist akzeptabel. Oder andere. Auch das ist akzeptabel. Unfreiwillig. Aber mir, die werden alle sterben. Ich wollte es nur einmal erwähnen. Mir geht es nur darum, wie viele von unseren Feinden ich erfolgreich mit in den Tod reißen kann. Ich will ihre Leben verkaufen. Nur möglichst teuer. Nun, das wirft uns die gleiche Ebene wie die Leute, die wir kämpfen, nicht wahr? Die benutzen auch Blutmagie, um ja, ihre Ziele voranzutreiben. Erinnert euch noch an Galotta und seine Schwedenfestung und diese Alkoven, die mit Blutmagie betrieben wurden? Ja, ich erinnere mich. Und? Hat es Ihnen gefallen? War es richtig? Aber mir, wollt ihr, dass der Kontinent in Unwasser ertrinkt oder wollt ihr, dass er es nicht tut? Es ist die Frage, ob wir uns auf die gleiche moralische Stufe begeben wie unsere Gegner. Ob wir damit, ja, wir werden ihnen gleich. Und wenn wir ihnen gleich werden, könnte uns der Splitter korrumpieren. Deshalb werden wir uns um den Splitter kümmern. Die Unkorrumpierbaren. Genau. Ich weise euch nur auf das Gefahrenpotenzial hin. Macht euch keine Sorgen. Ich vertraue darauf, dass der Mitleidlose seinen Finger auf die Waage legen wird. Und wir müssen immer noch entscheiden, wie wir mit unserem Gefangenen verfahren wollen. Das muss die Kapitana entscheiden. Ich würde ihm sein Meteoreisen geben und darauf hoffen, dass er welche von ihnen in den Tod reißt. Ich bin bei dir. Wollen wir wieder den gleichen Fehler beim anderen Paktierer begehen? Ihr habt euch den letzten Paktierer, den wir freigelassen haben. Naja, da müsst ihr jetzt meine Erinnerung wachrütteln. Ihr wisst schon, den Gefangenen der Bücherfraß. Ich sehe nicht, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Ach, den Mann, den ihr versucht habt zu ermorden. Nun, ich dachte, ihn seinem gerechten Schicksal zuzuführen. Ermorden ist so ein hässliches Wort. Ja, und euch ganz gut passend geholfen. Nun, dennoch finde ich, dass euer Beispiel schlecht gewählt ist, denn haben wir nicht hauptsächlich von ihm profitiert? Ja, da hat die Kapitana recht, aber Kapitana, wie sieht denn ihr das? Weil ihr müsst es am Ende verantworten. Auf eurer Seelenwaage wird es wiegen. Ich sehe einen großen Unterschied zwischen Kanizitiana und diesem Mann. Kanizitiana war ein Paktierer Widerwillen und hat, als er die Chance dazu bekam, sich von seinem Paktherrn abgewandt. Dieser da ist ein Überzeugungstäter. Nun, aber so oder so schicken wir ihn in den Tod. Und er wird auf dieser Arche sterben. Das ist ihm bewusst, das ist uns bewusst. Er möchte seinem Tod eine Bedeutung geben und nun, ob er jetzt Paktierer ist oder nicht, das ist mir relativ egal in diesem Kontext, denn diese Bedeutung hilft uns. Und sterben wird er sowieso. Also glaubt ihr ihm, seine Version, dass er sich aufopfern will? Ich habe so meine Zweifel an seiner Version. Ja, ich würde auch bezweifeln, dass er sich opfern will, aber ich bezweifle nicht, dass sein Götze mehr als unzufrieden ist mit dem, naja, dass ihm die Arche so abhandengekommen ist, wie sie ist.
Missversteht mich nicht. Ich sprach nicht von Opfern, aber ich glaube, dass Rache und Zorn ein starkes Motiv sind und dieser Mann gegebenenfalls dadurch geprägt ist. Rache ist der erste Weg in die Verdammnis, das solltet ihr wissen. Nun ja, dieser Mann ist verdammt, das meinte ich doch damit. Und das macht es besser? Nein, wo Unrecht herrscht, kann Recht nicht sein. Nun, ihr habt ihr natürlich recht, aber... Was ich damit meine, ist... Die Rache zerfrisst euren Geist. Und auf einmal wird der Tod, den man wählt, verlockender, wenn man dafür nur seine süße, süße Rache bekommt, nicht wahr? Man gibt alles für die Rache auf. Das ist doch die Natur, dieses Erzdämonen, oder? Rache ist kein Weg. Rache ist der Weg in die Niederhöhlen. Rache kann niemals Mittel zum Zweck sein. Das habe ich gerade gesagt. Sein. Ihr sagt, ihr wollt ihm helfen, seine Rache zu erfüllen. Das kann nicht euer Ernst sein. Nein, ich sprach davon, dass Rache sein Motiv ist. Denn es ging gerade darum, ob wir ihm vertrauen, dass er das tut, was er uns vorgegeben hat. Das sind zwei vollkommen paar andere Stiefel. Naja, ich bin damit vollkommen in Ordnung, ihn hinzurichten. Ich bin auch damit in Ordnung, ihn freizulassen und zu hoffen, dass er ein, zwei Dämonen auf die Planbringer hetzt. Aber ich muss es am Ende auch nicht seelisch verantworten. Also, Kapitana, was denkt ihr? Ich denke, wir haben von ihm genug profitiert. Wir haben Informationen von ihm bekommen und diesen Plan, den er hatte. Nun, wir brauchen ihn dafür nicht. Wir könnten selbst dieses Meteoreisen benutzen und eine Waffe daraus schmieden, die wir in das Herz stechen können. Ich glaube, unter pragmatischen Gesichtspunkten habt ihr beide recht und er wäre ein nützliches Werkzeug. Aber wie gesagt, ich betrachte seine Situation als völlig anders als die von Canicetiana. Also würde ich sagen, wir nehmen von ihm, was wir benötigen, was wir vermutlich bereits haben, und lassen Havulgard ihn ertränken. Ja, ihr habt meine Zustimmung, dürfte ich allerdings um eine Sache bitten. Ja. Ich könnte seine Seele noch gebrauchen. Er hat seine Seele verkauft. Was meinst du damit? Der Mitleidlose, im Gegensatz zu seinen Brüdern und Schwestern, auf das Opfern von Paktierern nicht herab. Und ich werde in der letzten Schlacht seinen Segen mehr brauchen denn je. Nun, wenn du es übernehmen willst, ihn zu töten, dann will ich dir das nicht verwehren. Naja, ich will euch nur klar machen, dass das, was ich vorhabe, vermutlich von eurer Kirche nicht mit einem lächelnden Auge wahrgenommen werden wird. In der Tat. Dies ist ein sehr zweifelhaftes Vorgehen. Man, unter genau diesen Gesichtspunkten, wirft man uns ja auch das Menschenopfer vor. Ja, aber die Kirche, das Chor ist nicht besonders beliebt und verboten im Mittelreich, soweit ich weiß. Zu Recht, wie mir scheint. Nun, ich wünsche nicht, dass der Mann gefoltert wird. Wenn du ihn einfach nur töten willst, ist das für mich in Ordnung. Sein Ende wird relativ schnell werden, gehe ich davon aus. Dann werdet ihr sein Henker sein. Damit kann ich leben. Und Preis auch. Naja, wunderbar. Dann soll es so sein. Frage ist gut.